Intelligentes bitte. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Model Satisfactory. Ja, was haben wir heute vor? Wir wollten Dinge machen. Achso, ich habe hier mal so ein Filmchen gemacht, damit ich ein Thumbnail erstellen konnte, aber ist ja jetzt nicht so wild. Der hat gar nicht so viel gekostet und war gar nicht so doof. So, ich habe in den Kommentaren gelesen, es wäre vielleicht clever, ein bisschen von dem Zeug, was ich hier, von dem Zeug, einfach nach hinten zu bringen. Andererseits, ich verarbeite das hier ganz gut. Wie sieht denn das aus? Ich kriege hier eine ganze Menge raus. Hier kommen 20 die Minute und aus dem da kommen auch 20. Sind 40 die Minute. Mir ist eine Sicherung durchgebrannt. Okay. Der übliche Shit. Genau. Wir müssen einmal hier rum. Wir schauen erstmal, ob uns das helfen würde. So. Allgemein, wie sieht denn das hier aus? Oder ist... Oh, oder habe ich vergessen? Ich habe ja jetzt schon länger nicht mehr... Hatte ich hier nicht mal eine Rampe hingemacht irgendwo? Oh, da. Okay. Dann gehen wir da hoch. Wie sieht denn das bei dir hier aus? Du bist doch jetzt bestimmt gleich wieder kalt. Ja, sicher ist der kalt. Wunderbar. Moment, ich habe da nichts mehr und... Oh. So lange habe ich nichts mehr gemacht. Oh, so lange habe ich nichts mehr gemacht. Ich verstehe. Zack, 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 alles da rein. Wie war denn das jetzt hier? Der brauchte Blätter, ne? Genau, hier müssen Blätter rein. Da müssen alle Blätter rein. Und hier musste dann das Zeug alles rein. Damit das da wieder hinfließt. Das erklärt natürlich, warum ich ständig Stromausfall habe. Ganz davon abgesehen, dass hier nicht genug rauskommt. Und scheinbar kommt aber auch nicht. Also tatsächlich bräuchte ich das eher hier als da drüben. Wobei, nee, das liegt hier gut an. Wie sieht denn das aus? Du hast... Ja, no power, ist mir klar. Dann gucken wir mal, wenn ich ihn anmache, müsste jetzt erstmal wieder. Okay, du fängst erstmal wieder an und haust mir das Zeug raus. Das ist gut. Und dann kann das erstmal wieder hier rein. Das haben wir schon mal wieder für eine Minute. Das ist gut. Zwei Minuten. Okay, das läuft erstmal wieder. Und das läuft recht gut. Geschwindigkeitstechnisch. Da kommt genug rein. So. Fangt ihr dann auch wieder an. Du müsstest ja jetzt hier Zeug reinkriegen. Ach, du hast auch 200 drin. Okay, also hier brauche ich nichts hin packen. Oder? Wie sieht es hier aus? Auch 200 drin. Die werden hier verteilt. Die stehen da oben an. Hier stehen sie nicht so an, aber das dürfte eigentlich nicht das Problem sein.
Gut. Also haben wir das. Komm an. Langsam. Ja, es kann jetzt ein schönes Spielchen hier werden. So, da bleiben wir jetzt erstmal. Boah, das ist aber auch ein echt übles Ding hier. So. Du packst hier ordentlich rein. Wir sind bei 170 Grad. Je heißer du wirst. Wie sieht das hier drüben aus? Du fängst dich an zu drehen. Du müsstest hier jetzt auch einiges dazu geben. Wie kam ich denn nochmal da hoch? Hier drauf. Hier drauf. Du bist immer noch sehr unschlüssig, ob du drehen willst oder nicht. Okay, warum bist du so unschlüssig? Okay. Das Gas ist noch für dich ein Problem. Da kommt noch nicht genug rein. Das sieht alles gut aus. Da brauche ich, glaube ich, erstmal nichts machen. Also, im Moment würde ich es erstmal nicht drüber schieben. So, wie sieht es bei dir hier aus? Du machst 60 pro Minute. Und wieder die Sicherung durch. Komm, weiter, 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 weiter. Den habe ich zu sehr vernachlässigt. Er muss erstmal schön hochlaufen. Wenn der heiß genug ist, kriege ich genug Gas. Behaupte ich mal. Wie sieht es denn bei dem oberen aus? Das sind ja zwei Teile. Ja, der haut das sofort wieder raus. Das muss auch. Wasser ist voll. Ja. Du bist noch nicht optimal beim... Nicht die Kettensäge, die brauchen wir nicht. Und mach weiter hier. Oh, es wird wieder so eine schöne Stromfolge, habe ich das Gefühl. Ich brauche dringend diese Splitter. Das heißt, ich gehe jetzt gleich ins MAM rein und gucke, wie ich das da erforsche. Ob die... Sind die schon... Die müssten in dem Tree drin sein, oder? Weil ich habe ja gelernt... Das Zeug brauche ich am Ende für Splitter. Also intelligente. Na komm. Oh, 90 Grad, jetzt sieht's doch hier besser aus. Das oben dreht sich, das dreht sich. Was sagt denn mein Strom hier? Ja, Strom sieht ein bisschen besser aus. Immer noch nicht super, aber wenigstens ein bisschen besser. Muss die eine Linie halt konstant über die andere kriegen. Aber wir gucken jetzt erstmal. Weil das Ding wird mir mehrfach um die Ohren fliegen, wenn ich nicht wenigstens hingehe und das jetzt in Ordnung bringe. Ja, war elegant. Er hat tatsächlich besser funktioniert, als ich erwartet habe. Hätte das nicht geklappt, hätte ich, wäre auch nicht so schlimm gewesen, aber der war gut. So.
Ja, zwei haben wir da liegen. Müssen wir mal gucken. Irgendwas können wir bestimmt damit machen. Weltraumlift ist immer noch so ein Ding. Ups. So, okay. Wo ist mein Mom? Coupons haben wir noch keine, das Zeug haben wir auch alles noch nicht. Ist ja auch egal. Alien-Organismen, Quantenkristall, fixiert natürlich Umwelt, Elektroschnecke, Submonium. Okay, da kann ich Katerium-Barren draus machen. Dafür brauche ich 200 von den Dingern. Wie baue ich die? Kann ich einen Crusher oder in der Craftbench machen? 3 geben 3. Das ist ein 1:1 Rezept. Ja, das heißt, ich brauche 600 Stück davon. Ich glaube, ich stelle mir eben einen Container auf, dass das Zeug da reinläuft. Und dann kann ich mit Turbodraht machen. Und ich nehme an, dass dann hier unten irgendwas kommt. Das würde ich jetzt alles beiseite, an der Seite liegen lassen, auf Seite liegen, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Schön, dass der hier schon drin steht, aber irgendwo hier drin. Ich versuche diesen Tree jetzt so gut wie möglich so zu bringen, dass ich intelligente Splitter kriege. Das ist unser Ziel für heute. Dafür brauche ich einen Awesome Sink. Nein. Einen Lagercontainer. Den? Warum stelle ich mir den so weit weg? Bin ich auch zu steil. So, wir wollen das Zeug da dran kriegen. Das heißt, so, bringen wir das da rein. Während du das tust, sammle ich einfach schon mal auf. Ich habe aber auch heute einen Lauf. Weil 600 brauche ich hier nicht hier so wegzunehmen. Ja, wenigstens ein bisschen. Könnte ein bisschen dauern, bis wir da noch mehr kriegen. Uiuiuiui. Wo sind wir denn? Wir kommen. Und zurück. So. Die beiden noch. Passt. Okay. Dann gehen wir schon mal hier hin und fangen mit den ersten an. Moment. Da stand doch, ich kann an der Craftbench hingehen mit dem Zeug, indem ich jetzt genug in der Tasche habe. Super, zeig mal herstellen, war das. Ach, da. Na, ich bin blind. Dann crushen wir die mal eben durch. Oh, die gehen Gott sei Dank auch schnell. Ich Idiot, ich brauche nur 200 davon und nicht 600. Manchmal habe ich auch so Momente, muss man sagen. Oh Gott, bis das hier oben ist. Ja, das kriegen wir hin. Ja, das kriegen wir hin. So. Können wir ordentlich einsammeln. Nein, so wird das nie was, dass ich das da oben hinkriege, aber egal. Machen wir 99 Stück. Zack. Und ab wieder da hoch. Das ist so ein Chaos hier. Ja, macht nichts. Macht nichts.
So, dahin. Ja, das war Quatsch. Dahin. Na, komm. Stück. Rein da. Ich hätte mir gerne Forschung starten. Bop, bop, bop. Was brauchen wir für dich? Wieder. Jetzt brauchen wir 200 Barren. Wie sieht das Rezept aus? Oh. Moment. Da ging mal wieder das Telefon. So, wo waren wir? Genau, wir wollten die hier durchballern. Dann wollten wir gucken. Daraus müssten wir jetzt Barren machen können. Da kriegen wir 40 raus. Und 200. Also ist 1 zu 1. Okay. Ja, das heißt, aus 3 Stück machen wir. Ja, passt. So, ja. Das geht ja Gott sei Dank alles noch relativ zügig. Da haben wir auch schon über 200. Das heißt, wir können uns jetzt den raussuchen. Den ziehen wir eigentlich auch direkt mal durch. In der Zwischenzeit kann da weiter volllaufen. Ein bisschen noch. Gib das. Ja, die reichen erstmal. Dann können wir hier weiter forschen. Oh, wir brauchen Turbodraht. Forschung starten. Okay, wir haben KI-Begrenzer. Die brauchen wir dafür. Oh Gott, was brauchen wir hierfür? Was brauchen wir denn hierfür? 500 davon und 1000 davon. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was auf diesen beiden hier hängt. Was brauchte man denn noch für intelligenten Splitter ursprünglich? KI-Begrenzer. Das wird halt echt teuer, weil ich weiß nicht, was wir dann nachher dafür machen müssen. Das sieht schon wieder. Uiuiui. Ja, es könnte ein langes Unterfangen werden. Schauen wir mal. Also. Erstmal holen wir wieder die durch. Müssen wir gleich auch nochmal wieder rüberrennen und gucken, dass wir da wieder reinschmeißen, damit uns nicht der Strom wieder ausgeht. So, das hat gut geklappt. Das heißt, ich würde jetzt erstmal hingehen, Keterium Rods. Okay, die sind auch 1 zu 1. Das heißt, lass mich raten, den Draht mache ich aus den Rods, ne? Wir haben wenigstens 1 zu 2. Das heißt, wir brauchen 1000. Okay. Jetzt soll ich halt nicht in. Ich muss das wieder in den Crusher packen. War es echt doof. Ja, wie sieht das aus? Ja, wir müssen das in den Crusher packen. Noch ein Crusher ist halt schlecht für den Strom, bei dem wir gerade Probleme haben. Das ist ungünstig. So, jetzt haben wir das. Jetzt können wir die machen.
Alles in allem dauert das gerade sehr lange hier. Packe ich noch einen Crusher hin. Und dann hätte ich wieder das Zeug, das ich wiederum zurückschicken könnte. Wäre vielleicht auch keine so doofe Idee. So. Und dann brauchen wir das als erstes hier drin. Weil ich möchte erst die 1000 voll haben, bevor ich dann die 500 von den anderen mache. Okay. Wir lassen jetzt die eben durchlaufen, dann gehen wir wieder zurück, schmeißen wieder alles hin und her und dann schauen wir hier weiter. Das könnte sich über nur 1-2 Folgen ziehen. Oder ich mache den Kram zwischendurch. Okay, erstmal rennen wir gleich da hinten hin. Dann gucken wir, dass wir einen Crusher gesetzt kriegen. Ist, glaube ich, die sinnvollere Variante. So. Darüber. Runtergefallen. Sehr schön. Hat nicht geklappt. Da lang. Dann rennen wir hier hinten rum. Uiuiui. Der Spaß hier läuft aber auch noch vernünftig, ne? Also hier kommen ordentlich, ja, da ist auch ordentlich Platz noch drin. Wie sieht das da oben aus? Das sieht auch gut aus. Was ist hier mit dir? Du stehst so lange an, weil du 60 pro Minute kriegst anstatt 30. Wie sieht das hier aus? Ich meine, hier ist genug Platz, also das läuft. Okay. Dann gehen wir mal hier hoch. Da hoch. Darüber. Du musst auf jeden Fall weiterlaufen hier, Kollege. Sonst kriegen wir hier ganz, 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 ganz böse Ärger. Das war nicht gut gesprungen. Das ist besser. Eieieiei. Okay. Zack, zack. So. Dahin, zack, zack. So will ich das sehen. Das soll hier anstehen. Das heißt, der ist voll. Ja. Und mit Gasbuffer. Das geht auch alles gut weg hier. Carbon Dioxide hat ab und zu mal was zu tun. Offline. Nicht noch Gas reinkommt. Gut, das ist auch egal, weil ab und zu muss der mal ein bisschen raushauen. Den muss ich ja nicht in, der muss ja nicht hier volle Kanne alles Mögliche machen. Okay. Jetzt sieht's aber hier wieder schlechter aus. Verstehe. 173. Ui. Das war schlecht. Also, wir brauchen hier 10 pro Minute. Und da dementsprechend auch 10 pro Minute. Das heißt, 20 pro Minute müssten schon rauskommen. Irgendwie. Wie viel kommt denn von dort? Wie viel machst du pro Minute? 20 pro Minute. Eigentlich brauche ich hier nichts hinschicken. Aber wenn ich hier nichts hinschicken muss, warum wird das weniger? Das müsste ziemlich genau bei 200 bleiben. Weil ich habe 20 pro Minute aufgeteilt in 2. Sofern meine Mathematik korrekt ist, müsste das reichen, um das hier... Ist nichts übertaktet oder so? So. Du gehst da weg. Alles da rein. Okay. Dann gehen wir jetzt hin. Nehmen hier wieder den Weg. Oben drüber. Und dann gucken wir, dass wir einen Crusher gebaut kriegen. Das eine Zeug. Wir müssen noch gucken, wie wir das andere wegkriegen. Ich glaube, also irgendwas ist da faul. Ich meine,
Ja, überlegen wir noch. Ich denke da noch drüber nach, was wir genauer machen. Aber das schaffen wir. So, dann können wir eigentlich hier runtergehen. Wo setzen wir den Crusher hin? Produktion. Crusher. Wir haben alles dabei. Das ist doch schon mal... Das ist schon mal gut. Hab ich ja echt so doof gesetzt jetzt. Machen wir da weg. Nein. Natürlich habe ich den so doof gesetzt. Wir möchten gerne Crustatonium machen. Wir könnten das andere Zeug noch mit dazu packen, ich weiß. Du gehst an den bitte dran und dann kannst du crushen. Dann habe ich wenigstens das schon mal. Und jetzt machen wir. Spezial ist das. Den habe ich noch nicht so ganz verstanden, deswegen möchte ich den gerne ausprobieren. Dafür fehlt uns aber... Tinwire. Tinwire müsste nicht das Problem sein. Habe ich doch, glaube ich, da drüben irgendwo, ne? Zinndraht mache ich doch da drüben. Bist du bitte? Okay. Geht dabei auch so ein bisschen die Zeit noch mal flöten. Das sieht gut aus. Zinndraht. Okay, Zinndraht ist nicht mehr das Problem. Und Rotoren. Rotor. Dafür brauchen wir die Kollegen. Copperbars haben wir hinten. Und die Bleiplatten. Da. Sollte für 5 Rotoren, glaube ich, reichen, oder? Weil dann kriegen wir direkt Coupons und dann ist doch gut. Rotor, 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 Rotor. 81 Stück, wir brauchen 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fertig. So. Sag mir, dass du das Richtige rauswirfst. Ja. Und dann brauche ich Produktion. Produktion. Konstruktor. Du kannst mir bestimmt das bauen, was ich brauche. Wenn ich das da dran setze und du machst mir daraus. Falsch. Weg damit. Weg damit. Du machst mir einen Schmelzofen. Als Ofen. Ja, nicht genügend von meinem. Zack, zack. So, du machst mir daraus bitte diese. Und... Quatsch. Dann hätte ich gerne einen Konstruktor. Und... Einen Konstruktor. Falsch rum. Nein. Du da rein. Wag dich zu sagen, das geht nicht. Danke.
Du machst mir die schlampigen Barren, hast aber noch keinen Strom. Das ist gut. Du machst mir die da aus. Und du machst mir die. Wunderbar. Jetzt holen wir uns von dort vorne einmal Strom. Lass mich durch. Danke. Einmal hier hin. Nochmal hier hin. Der muss da dran. Der geht da dran. Da dran. Da dran. So, du bist fleißig, du bist fleißig. Alles toll. Alles wunderbar. Wie sieht es hier bei dir aus? Du machst 60. Du verpackst 30. Ihr wollt mich alle verarschen. Was brauchst du? Du musst 15, wenigstens das funktioniert. Aber, das heißt, ich muss das jetzt zweimal machen. Egal. Jetzt am Anfang geht es erstmal darum, du machst... So, du bist gepowert. Ich hab dich immer noch nicht verstanden. Also, du bist gepowert? Und jetzt? Ich kann die auch noch drauf schmeißen, aber wenn ich hier unten... Ah, auf dem... Der muss erst volllaufen und das letzte wird abgearbeitet und in Punkte verwandelt, also in Coupons. Aber ich brauche dafür wahrscheinlich noch einen Schredder. Oder kann ich hier irgendwie... Nee, ich habe keinen... Ich habe kein zusätzliches, wo ich jetzt Coupons rauskriegen würde. Das heißt, ich muss die aus dem Schredder holen. Was kostet mich denn so ein Schredder? 5 Rotoren. Das ist ja easy. Zack, zack, zack. Zack. 1, 2, 3, 4, 5. Hallo Schredder, mein Meister. Entschuldigung. Geht gleich wieder. Ich hätte gerne an einem von den beiden. Der ist voll. Der ist jetzt auch voll. Der ist mir egal. Ich habe schon Sachen hier reingekriegt. Das heißt, wenn der unten voll ist, easy. Okay. Das gefällt mir. Die Idee ist mega dahinter. So, dann dengeln wir uns mal wieder ein bisschen hiervon. Also, wir gucken jetzt, dass wir die 1000 Dings voll kriegen und die 500 Stangen. Auch wenn das da hinten jetzt automatisch gemacht wird, egal. Wie viel brauchen wir denn noch? Wir haben 358, die haben wir auf 150 sowas gekriegt. Also wir haben 264 haben wir 328 gemacht. Okay. Jetzt können wir daraus mehr als genug und das ist auch schon gleich durch. Das geht Gott sei Dank schnell. So. Stangen. Wo sind die Stangen? Achso, nee, wir brauchen erst die. Erst die Kollegen. Da kriegen wir definitiv nicht genug raus, aber immerhin etwas. So. Wenn wir damit durch sind, dass wir das haben, können wir weitergehen. Ich hoffe ja, dass wir dann irgendwie die Möglichkeit haben, an den anderen Kram ranzukommen. Wenn wir die KI-Begrenzer haben. Das dauert ganz schön lange.
Ich meine, es ist immer nur ein Ding für ein Ding. Aber machen wir ein Ping für ein Ding. Aber Ja, gucken wir gleich mal, wie gut das andere ist. Und dann kann ich überlegen, ob ich da eben die zweite Runde dran mache. Sollte ich wahrscheinlich tun, damit ich da direkt rausziehe. Das heißt, ich kann vervierfachen die ganze Produktion. Ich kann zwei Schmelzöfen nehmen. Ja, ich kann zwei Schmelzöfen nehmen. Und dann mache ich es etwas. Aus den zwei Schmelzöfen muss ich jeweils zwei Dinges rausmachen und hinten brauche ich ja, am Ende vier für die Turbodrähte hier. Ich möchte halt gerne erstmal wissen, was das Rezept ist. Also so lange müsst ihr es noch mit mir aushalten heute? Also müsst ihr nicht, ihr könnt auch ausschalten. Bitte nicht. Die Watchtime tut mir gut. So, cool. Dann gehen wir hier durch. 524. Damit werden die 500 schon durch, aber es reicht nicht für die 1000 von denen. Jetzt habe ich mich vertan und ist genau umgekehrt oder so. Ja, dass Strom hier echt so ein Problem ist, ne? Also wir gehen jetzt hier mal bis 200. Ja. Wisst ihr was? Ich ziehe das eben durch und wir sehen uns gleich wieder. Okay, ich bin mal hier rüber gegangen, habe mir ein bisschen da rausgenommen. Das läuft ja ganz gut. Ich glaube, das Sinnvollste ist, wir ziehen das hier rum. Also ich bin jetzt bei, dahin, 480 von denen. Also 20 Stück nochmal eben hier wegsnacken ist kein Problem. Und hier auch schon bei 676. Also das Beste ist tatsächlich, sieht das hier aus. Das füllt sich nämlich. Also den müsste ich verdoppeln. Und allein schon, weil der ist jetzt hier hinten voll und jetzt läuft der hier auch bald voll. Wo ist denn noch hin? Den umdrehen. Da hinsetzen. Dann schnappen wir uns Splitter. Schmeißen den da rein. Dann machen wir uns den Kollegen hier. Setzen den daneben. Boah, kriegen wir da einen Splitter rein? Tatsache. Zack, dran. Du machst uns bitte das hier. Du machst uns bitte die. Dann machen wir hier nochmal 1, 2. Du gehst da dran. Dann holen wir uns den Splitter von da vorne. Machen den da dran. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, du ballerst hier rein. Du machst das, du machst das. Okay. Und jetzt wird halt der Kram nochmal interessant. Brauche ich so viel Draht oder packe ich die alle? So. Das kommt ja hier genau richtig raus. Ne? Der macht aus 15, die er verarbeiten kann, 15. Und der macht aus 15 wieder 30. Das ist super. Das heißt, wir könnten jetzt hier einfach nochmal vorne einen nebensetzen. Den die ungünstige Platzierung hier kommt, dann mach ich hier hin. Geh bitte da dran. Und die machen einfach nur weiterhin die Beams. Du machst Beams, du machst Beams. Du machst Beams. Jetzt gehen wir hin. Oh, welche könnte man Daisy Chain? War das hier bei denen? Nein.
Du hast nichts mehr. Okay. Du kommst. Hier hin. Ist da dran. Ist der Strom da weg. Ist da dran. Und kriegst deinen Strom von. Gerade gesehen. Da. So, jetzt müsste das alles hier loslaufen. Du machst. Ist da raus. Und da hinten raus. Du fängst an. Sehr gut. Dann kriegen wir auch relativ schnell unsere 20 Dingens. Währenddessen sammelst du den Scheiß da weg. Das ist sehr gut. Du hast wieder 116, guck mal. Ist auch gut. Bei dir. Oh, bei dir. Du weißt noch gar nicht, was du tun sollst, ne? So. Und du hast keinen Strom. Noch eine Möglichkeit hier? Nein, haben wir nicht. Du kommst hier hin. Okay. Ist da dran. Ist da. So. Uiuiui. Okay, du haust raus. Du haust raus. Das ist sehr gut. Jetzt brauchen wir bei den anderen noch. Das ist schon mal 19. Das heißt, die 500 fehlt uns genau dieser eine. Amber. Bleiben nur noch die 1000. Weil da sind wir auch gut dran. 328. 40. Also 800, ne? So. Immer schön rausnehmen. Das läuft ganz gut. Ist nicht mehr viel, das fehlt. Du bist immerhin schon beim zweiten. Ich muss sagen, okay, ich laufe jetzt nochmal nach hinten und gucke mir nochmal unseren Strom an. Und wenn ich zurückkomme, sollte das da fertig sein. Dann haben wir alles. Und dann können wir das abhaken. Ich schon hier bin und Holz sammle. Ich soll nachher noch mal vorne reinschmeißen, da wird hier auch produziert. So, jetzt sind wir hier. Das sieht noch gut aus. Da können wir gleich weg, ne? Nee, das können wir nicht. Wir wollten. Wo wollten wir eigentlich hin? Achso, genau. Da wollten wir hin. Und, dich nehmen, dich nehmen. Hier hingehen. Blätter rein. Da hingehen. Also das ist mehr als gut voll. Der sieht im Moment gut aus, der gefällt mir. Der Kollege hier. Da können wir auch, die können wir auch voll machen. Die letzten 10 lassen wir laufen. Weil dann geht das auch schön schnell wieder raus. Jo.
Und der haut raus. Ja, so gefällt mir das. Lass den voll laufen. Da haben wir noch ein bisschen was im Inventar. Ist auch sehr schön. Die Folge ist deutlich länger geworden, als ich wollte. Da machst du so eine kleine halbe Stunde. 50 Minuten. Eigentlich ist das dumm von mir, aber egal. Wäre nicht irgendwas mit dem... Könnte das da sogar noch verdoppeln, was aus dem Zeug rauskommt? Egal, auf jeden Fall habe ich da diese kleine... Ne? Wie sieht eigentlich der Strom aus? Ja, im Moment ganz gut. Das läuft hier. Du bringst das schön weg. Hauptsache, es funktioniert alles. So, ich wollte das Zeug herausholen. Guck mal, da sind 104. Und hier sind nochmal 104. Da sind unsere 1000 voll. Rüber zum Mamm. Wir wollen dich haben. So. 500 davon, 100 von denen und 50 von denen. Was brauchen wir dafür? Okay. Du musst... Okay, das eine ist kein Problem. Was brauchen wir hierfür? Das ist gar kein Problem. Also, ich dengel mir jetzt eben die Sachen, die ich brauche. Und dann gucken wir, dass wir unseren intelligenten Splitter da hinten dran kriegen. Wir ziehen das heute in der Folge durch. Wird hier halt ein bisschen länger. Bis gleich. Da sind wir auch schon wieder. So, wir haben... Alles da. Wir haben endlich intelligente Splitter. Was? Kommst du her? Achso, zeig dir mir nicht mehr an. Okay. Als andere ist mir gerade erstmal egal. Ja, Soterium und alles hier. Netzschalter. Power Switch. Okay. Intelligente Splitter. Wir brauchen einen intelligenten Splitter, wir brauchen einen so ein Teil. Das heißt, ich brauche nochmal 5 Sheets. Habe ich. Das heißt, hier unten dürfte jetzt einer stehen. Ab. So. Das ziehen wir jetzt noch eben durch. Wir gehen eben hin. Und setzen da vorne schön den intelligenten Splitter so ein, dass der uns das automatisch einsortiert, wie wir es wollen. Was wahrscheinlich an der einen Seite ein bisschen schwierig wird, aber das ist mir gerade so egal. So, wir gehen da hinten rum. Holz. Na, nicht Gewicht. Hätte ja klappen können. Holz. Ich sehe Holz. Hopp. Wie ist das? So. Okay. Wie machen wir es am sinnigsten? Also hier haben wir das Problem. Da kriegen wir keinen Fusionator zwischen, oder? Fusionator. Wir kriegen hier einen Fusionator zwischen. Mega. Hier. Wie machen wir das hier? Gehen wir am sinnvollsten hier vor. Es wird alles da reingeschoben. Oder packe ich die einfach zusammen und ich löse den hier auf. Das ist, glaube ich, das Sinnigste. Wir machen den weg.
setzen hier unseren intelligenten Splitter rein. Bam. Von... Nein, von da. Hallo? Hä? Von hier. Gehst du da rein? Mittlerer Ausgang. Sind Blätter. Linker Ausgang. Ist Biomasse. Und du gehst an den ran. Die Biomasse wird das gleiche an alles verstopfen, weil der einfach voll ist. Vollkommen egal. Wir produzieren hier 60 pro Minute. Der braucht 7,5 pro Minute. Das heißt, wir könnten theoretisch so ein Ding nochmal daneben setzen. Und wahrscheinlich würde uns dann ein Abgasturm da oben reichen, beziehungsweise ein Kühlturm, weil der scheint ja auch nicht dauerhaft zu machen. Wie sieht denn das aus? Komme ich hier irgendwo drauf? Hier drauf. Ich will auf die Plattform. Verdammt. Verdammt. Die Treppe habe ich mir zugebaut. Von hier aus bin ich hier drauf, bin ich da drauf, bin ich hier rüber, bin ich hier rum. Also du hast ab und zu mal was zu tun. Wie sieht's bei dir aus? Komm ich denn da jetzt hoch? Von da vorne. Okay, geh mal da vorne rum. Hat irgendwie da was gemacht. Das ist aber da. Okay. Also da, der wird wohl einen zweiten aushalten. Das heißt, wir können das hier verdoppeln und hätten dann die doppelte Leistung. Frage wäre. Ups. Wie sieht's denn bei dir aus? Du hast das so. Können wir vielleicht sogar mit einem hier noch eine zweite Turbine betreiben? Das wäre nochmal eine interessante Frage. Ob ich das hier nochmal, sag mal, hier hinter oder so, oder da oben, keine Ahnung, irgendwo hinpacken kann. Und dann geht das raus. Egal. Das ist etwas, was wir uns beim nächsten Mal angucken. Wo ist mein intelligentes Bild? Ich will da jetzt hin. Hallo? Habe ich doch gesagt, der blockiert das. Oh mein Gott. Natürlich. Ich könnte. Da. Gehen da oben hin. Rechter Ausgang. Kommt Überschuss. Und den Überschuss, der wahrscheinlich in erster Linie da vorne sein wird, den, das ist auch das einzig Sinnvolle, was ich hier machen kann. Da wieder rum. Das heißt, der packt jetzt schön. Warum ist denn da jetzt ein Blatt reingegangen? Du dürftest kein Überschuss sein, weil hier vorne läuft sauber rein. Es soll mit 120 weggehen, also müssen wir den einmal updaten. Genauso. Den. So. Jetzt dürften da oben keine Blätter mehr landen. Weil Blätter ist noch genug Platz. Ja. Sehr gut. Das heißt, ich schmeiß den da rein. Notieren. Hier. Das alles da rein. Und hier unten schmeißen wir das alles rein. Und dann kann das erstmal schön abgearbeitet werden. Und was wir, glaube ich, auch einmal machen ist. Oh, das kann man so nicht rausnehmen. Schade. Nein!
Wird schon gehen. Oder? Ja. Haben wir hier irgendwo... Da haben wir eine Werkbank. Das machen wir jetzt auch noch eben. Ich brauche... Wo ist es hin? Da unten. Der Bild. Passt. Gehen auch wieder besser nach oben. Weil hier hinten zu langsam. Und du müsstest auch. Wie viel brauchen wir für dich? 7. Die waren noch drin. Die waren noch drin. Zack, sind wir bei 9. Okay, das machen wir jetzt erstmal nicht. Dich nehmen wir raus. Das heißt, das Einzige, worauf wir noch achten müssen, ist der da oben. Den hätte ich auch im Dingenston setzen können. Einen von denen, die direkt wegschmeißen. Warum mache ich das nicht? Ja, mache ich. Okay, das ist liegt an fürs nächste Mal. Dieses Band beschleunigen. Und, keine Ahnung, setzen wir hier oben drauf nochmal einen Container für Coupons. Dann geht das Zeug von da darüber und alles, was am Ende liegt, wird weggeschmissen. Sehr gut. Oder tauschen den aus, das ging ja auch. Okay. Ich sag mal, das war's für heute. Lange Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da, Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig, Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Bis bald. Tschüss.